So, das kurze Päuschen ist beendet und Betty hat uns geschrieben, beziehungsweise in die Gruppe geschrieben, Leute, ich sitze jetzt in der Notaufnahme. Lilly wurde direkt auf die Intensivstation gebracht. Sie musste beatmet werden. Oh. Und sie bekommt neben den Medikamenten noch eine Schockbehandlung. Das klingt nicht gut. Wie stehen ihre Chancen? Hast du den Ärzten gesagt, was passiert ist? Wir fragen mal nach den Chancen, ne? Ich weiß es nicht. Es war kaum Zeit, mit dem Oberarzt zu sprechen. Aber es ist wohl sehr ernst. Oh, shit. Gott sei Dank haben wir die richtige Antitoxine zusammengemischt. Der Oberarzt meinte, dass wir damit Lilly das Leben gerettet haben. Bedeutet das, dass wir Lilly wirklich hätten umbringen können? Das interessiert mich auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren in der zweiten Runde ganz am Ende. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Natürlich muss bis dahin Episode 6 erstmal draußen sein. Auch wenn sie es trotzdem noch nicht überstanden hat. Ben, erst Jenny und jetzt Lilly. Das ist doch Wahnsinn. Caro, die beiden werden es überstehen, Ben. Da bin ich mir sicher. Ja, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich wünschte, ich könnte auch so positiv denken. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Betty? Apropos, ich werde gleich mal fragen, auf welchem Zimmer Jenny liegt. Dann kann ich nach ihr sehen. Caro? Das ist eine gute Idee. Richte ihr alles Liebe von uns aus. Wir denken an sie. Und nimm am besten die Graberde an dich. Den Blutschilling hast du ja noch, oder? Das hatte ich vor lauter Schreck schon völlig vergessen. Aber ja, das habe ich und werde ich. Helmut, ich konnte die Maske des Mindbenders ausfindig machen. Ja, sehr schön. Sie liegt nun in der hiesigen Asservatenkammer bereit. Den genauen Stellplatz und die Zugangscodes habe ich auch schon. Tim? Das sind alles gute Neuigkeiten, aber ich muss dich unterbrechen. Es ist etwas passiert, Helmut. Ich habe dir ja von Nico erzählt. Sag mal, ist Tim nicht auf dem Weg zu Nico eigentlich? Oder war er jetzt schon da? Nachdem er auf wichtige Infos gestoßen ist, war er plötzlich nicht mehr erreichbar. Deshalb haben Sebastian und ich uns in sein Smart Home-System gehackt. Und dort haben wir gesehen, wie jemand um sein Haus herumschleicht. Jetzt bin ich direkt zu ihm gefahren, um nach ihm zu sehen. Du hast ganz schön viel Zeit, um hier zu schreiben, ne? Die Tür steht offen, aber Nico reagiert nicht auf mein Rufen. Du musst da sofort rein, Tim. Geh auf keinen Fall da rein. Was soll Tim tun? Wir fragen einfach mal. Helmut? Helmut müsste es doch am besten eigentlich wissen, oder? Ich würde sagen, dass er gar nichts tun soll. Aber ich kenne Tim und weiß, dass er nicht warten wird. Also geht er so oder so rein? Ich fahre sofort los und bin so schnell wie möglich vor Ort. Shadow, schick mir bitte sofort alles zu. Und Tim ruft an. HDL ruft an. Okay, scheiß drauf, Leute. Ich gehe jetzt einfach rein. Nico? Nico, hier ist Tim. Bist du da? Fuck. Das klingt nicht gut. Oh shit. Oh nein. Oh nein.
Fuck. Tim. Nico, er liegt in einer großen Blutlache. Nicht auch noch Nico. Er hat zu viel herausgefunden. Ich fühle keinen Puls mehr. Er ist tot. Shadow. Großer Gott. Bitte nicht, Nico. Nein, nein, nein. Das ist alles unsere Schuld. Nein, nein, nein. Oh, jetzt gehen sie aber alle hops hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Helmut, Tim, hör zu. Fass nichts an und verschwinde von da. Der Täter könnte noch vor Ort sein. Bin unterwegs, die Maske kann warten. Shadow? Nein! Tim, stopp, Helmut! Helmut? Was meint ihr? Tim? Hier ist es ruhig, wer auch immer Nico das angetan hat. Er ist schon längst über alle Berge. Shadow? Ich weiß, es klingt verrückt, Helmut, aber... Wir brauchen die Maske jetzt und können nicht warten, bis du wieder zurück bist. Wenn du uns den Zugangscode und den Stellplatz nennst, könnte einer aus der Gruppe von Sebastian die Maske besorgen. Ich würde mich um das Sicherheitssystem und die Überwachungskameras kümmern. Shadow hat recht, das geht klar vor. Tim könnte in Gefahr sein, es muss warten. Es tut mir leid. Shadow ist einer meiner absoluten Lieblinge, deswegen. Tim? Bevor noch mehr passiert, ne? Nikos Tod ist grausam, aber wir haben keine andere Wahl. Helmut? Wenn ich euch Zugang zur Asservatenkammer gebe, kann mich das meinen Job kosten. Aber ich verstehe die Dringlichkeit. Durch den Vorfall in Westbrook ist das Präsidium sowieso gerade Notbesetzung. Wenn sich also irgendwer hineinschleichen wollen würde... Wollen würde? Dann jetzt! Alles klar, Leute. Code für den Hintereingang des Präsidiums 663399. Scheiße, wartet mal. Zugangscode Asservatenkammer 439926. Stellplatz bei der Beweismittel und Maske. Stellplatz der Beweismittel und Maske Abteil 32b, Regal 3. Hoppla, da hat mein Handy wohl versehentlich etwas abgeschickt. Shadow? Passiert. Shit happens. Helmut? Das kann mich wirklich in Teufels Küche bringen. Bitte seid vorsichtig. Und Tim, ich komme jetzt sofort zu dir. Okay, wartet mal eben. Wartet, wartet, wartet. Ich will nicht, dass wir uns da jetzt dran erinnern müssen und dass nicht, wir hier dann nicht mehr reinschauen können. Deswegen werde ich mir diese Dinger hier jetzt mal notieren. Ich hoffe, der Stift geht. Ich habe hier noch so Werbung rumliegen von Otto. Ungeöffnet. Da schreibe ich mal drauf. Also, Hintereingang. Boah, ich sehe fast gar nichts, weil ich im Dunkeln sitze. Ich muss mir mal mit dem Handy leuchten. So, warte, ich schreibe einfach mal hinter. Nee, egal, ich schreibe es aus. Hintereingang, sicher, sicher. Code für den Hintereingang des Präsidiums 663399. Also 663399. Dann haben wir Asservatenkammer. Asservatenkammer. 439926.
Und wir haben den Stellplatz. Das wäre dann Abteil 32b. Abteil 32b und Regal 3. Sicher ist sicher, ne? Lieber aufschreiben, bevor das gleich weg ist und wir uns das merken müssen oder so. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. War alles, ne? Die drei Sachen. Okay. Das klingt doch stark danach, als ob wir uns das merken müssen. Es ist etwas Schreckliches passiert. Nico ist tot. Ben. Was? Was zum Teufel ist passiert? Caro. Wie schrecklich! Er wurde getötet, nachdem er etwas über den Mörder herausgefunden hat. Aber wir wissen nicht, was es war. Ben? Fuck, woher wusste der Psyche überhaupt davon? Caro? Bestimmt hat er mitbekommen, dass Nico in Michael Bates Haus war. Oder Michael Bates, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und von dort Unterlagen mit Hinweisen auf den Mörder mitgenommen hat. Und deshalb hat er Nico getötet und die Dokumente an sich genommen. Das ist eine der Möglichkeiten. Genau davon gehe ich aus. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, ja. Ben? Verdammt, hätte Nico uns nicht geholfen, wäre er noch am Leben. Wir müssen endlich herausfinden, wer unter der Maske steckt. Wer ist der Mörder? Wer steckt hinter Unbekannt? Wer ist der gesuchte Mörder? Gib nun deinen Tipp ab. Wenn du richtig liegst, wartet am Ende der finalen Episode eine kleine Überraschung auf dich. Ach, wir können jetzt nochmal ändern. Ich habe nämlich mittlerweile einen anderen Verdacht. Aber dadurch, dass wir jetzt nochmal wählen müssen... Ich habe einen anderen Verdacht. Ich werde euch am Ende der Episode ein Video zeigen, der mich so ein bisschen darauf gelenkt hat. Es gibt aber auch Neuigkeiten zum Heiligtum des Mindbenders. Aber den Verlauf der Detectives... Ich finde den Namen irgendwie cool, der Mindbender. Oh, Ace. Du musst mir mal kurz was erklären. Wieso riskiere ich mein Leben für jemanden, der mir überhaupt nicht vertraut? Ich habe wirklich nie nach deiner Hilfe gefragt. Was meinst du denn jetzt schon wieder? Ich glaube, das weißt du. Der Chatverlauf, den du in deiner Gruppe weitergeleitet hast. Ich konnte ihn weder mitverfolgen, noch jetzt öffnen. Denkst du, ich merke nicht, dass du gegen mich arbeitest? Du verstehst es immer noch nicht. Du schadest dir nur selbst, wenn du mich ausschließt. Niemand kennt Argus so gut wie ich. Niemand. Gut, dann werde ich meine Ergebnisse auch nicht mehr mit dir teilen. Ben, oh je. Oh je? Also erstmal, mega, dass der Kommissar uns vertraut und hilft. Aber ernsthaft, wir können doch nicht in ein Polizeirevier einbrechen. Ich befürchte, wir haben keine andere Wahl. Ich finde das auch sehr gewagt. Zumindest seid ihr dort wohl vor Argus sicher. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, oder? Wir sollten das machen. Caro? Ja, ein Plan B gibt es nicht. Und Ben, ganz ehrlich.
Nach dem Wahnsinn in Westbrook werde ich lieber verhaftet, als weiterhin Argus ausgeliefert zu sein. Wir brauchen das letzte Bestandteil des Rituals. Ja. Sonst war alles umsonst. Ben? Also liegt es wohl an uns beiden? Caro? Ben, wir werden auch das gemeinsam schaffen. Das ist die richtige Einstellung mit der Unterstützung von Shadow und Strasser auf jeden Fall. Wer, wenn nicht ihr beide? In der Hoffnung, dass ich sie verbessere? Ja, hat nicht geklappt. Schade. Ben? Dann hole ich dich zu Hause ab, Caro. Caro? Nein! Nein? Also ich meine, ich hole lieber dich ab, Ben. So geht's natürlich auch. Caro? Ich schlüpfe nur kurz in eine Jacke und komme sofort zu dir. Alles klar. Na, was passiert jetzt? Was zur Hölle ist das denn? Oh nein. Oh nein. Schaut mal, was vor meiner Haustür liegt. Ich drücke mal schnell weg, weil ich Angst habe, gleich kommt ein Jumpscare. Oh shit. Ein Päckchen mit einem Bild von Amy drauf? Ach du Scheiße. Ben, das ist doch Amy auf dem Foto. Da muss das Päckchen vom Mörder stammen. Na los, mach schon auf. Ich ahne Schlimmes. Oh nein. Vom Mörder. Ich hoffe nicht, dass da jetzt ihr Finger drin liegt oder sowas. Sieht so aus. Caro? Mir ist gerade ziemlich flau im Magen. Aber ich sollte es wohl öffnen. Ben? Aber bitte vorsichtig. Was, wenn dort irgendein Gift oder eine Bombe drin ist? Ja, da hat er recht. Meinst du wirklich? Jetzt übertreibst du aber, das hier ist kein Actionfilm. Würde ich gern nehmen, aber wir nehmen das Erste. In dieser Runde nehmen wir das Erste. Caro? Was hätte der Mörder davon? Wir müssen wissen, was drin ist. Vielleicht ist es eine Spur zu Amy. Ach du Scheiße, verdammt! Dieser kranke Mistkerl! Oh nein. Der Finger, Ben. Was ist es? Oh nein. Nein, Caro. Nein, wir wollen keinen Finger. In dem Päckchen ist alles voller Blut. Hoffen wir mal nicht, dass er sie um die Finger gewickelt hat. Und mittendrin hat. Ja, und mittendrin ein abgetrennter Finger. Ben, fuck. Er hat sie um die Finger gewickelt. Sozusagen. Dann hat es nichts gebracht, unbekannt von unseren Fortschritten zu erzählen. Meint ihr, es ist Amys Finger? Dann hat er seine Drohung wahrgemacht. Vielleicht ist es gar nicht ihr Finger. Ihr habt gerade mitbekommen, wen ich getippt habe. Caro, wessen verdammter Finger soll es sonst sein? Er hat es wirklich getan. Dieser Bastard. Ben? Amy muss solche Schmerzen haben. Ganz abgesehen von den Ängsten, die sie durchleidet. Caro. Oder auch nicht. Caro. Ich kann da jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ben, ich komme jetzt zu dir und dann holen wir uns diese Maske. Okay. Melissa schreibt! Melissa! Mensch, ich hab's doch gerade noch erwähnt, dass ich ein paar Lavradar-Damen vermisse.
Natürlich nicht die, auf die wir die ganze Zeit hoffen, aber ist doch schön. Hi Sebastian, hallo. Endlich mal wieder flirten. Bin gerade sowas von fertig. Hab super schlecht geschlafen. Das tut mir leid, schlecht geträumt. Ja, fragen wir einfach mal, ne? Schlecht geträumt? Das kann man wohl sagen. Weißt du? Ich leide unter Schlafparalyse. Ah, shit. Oh, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Das ist dann aber von allein weggegangen. Das ist so ekelhaft. Ich hatte das eine Zeit lang, da ist man dann quasi, das ist dann so, als ob, also man schläft, ich penne meistens mal hier auf der Couch bei mir, man schläft dann ein und träumt quasi, also du bist nicht richtig im Schlaf anscheinend drinne, aber das merkst du gar nicht. Du denkst, du träumst, wachst dann aber in diesem Traum, wirst du dann genau an dieser Stelle wach, als wo du eingeschlafen bist, also auch auf der Couch. Und dann willst du dich bewegen, quasi aufstehen, irgendwie was trinken, auf Toilette gehen oder so, willst dich bewegen, aber es geht nicht. Du kannst dich nicht bewegen. Es funktioniert nicht. Und im besten Fall, das hatte ich nämlich auch, spielt irgendwas noch verrückt. Ich hatte das tatsächlich, ist kein Scheiß, dass ein Kissen dann mal durch den Raum geflogen ist und sowas, geschwebt ist und solche Sachen. Du kannst nicht aufstehen und da was gegen machen. Du kannst dich nicht wehren. Und das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und danach erst wirst du irgendwann richtig wach und kannst dich bewegen. Und dann bist du erstmal richtig kürre. Das ist richtig ätzend. Aber das ist bei mir nur eine kurze Phase gewesen. Und das war zum Glück recht schnell wieder weg. Ne, ein paar Monate lang immer mal wieder. Aber das war dann wirklich weg. Seitdem hatte ich das nicht einmal mehr. Aber irgendwie ist es interessant, aber es ist sehr gruselig, wenn es einem, ja, wenn es einem selbst erwischt sozusagen, das ist richtig gruselig. Also ich wünsche sowas auch niemandem natürlich. Ist trotzdem irgendwo interessant. Wie bitte, was ist das? Fragen wir mal. Ich glaube, das ist das. Mal gucken, wie sie es erklärt. Schlafparalyse ist eine Art Schlaflähmung. Es tritt entweder kurz vorm Einschlafen oder nach dem Aufwachen auf. Der Geist ist wach, aber der Körper wie gelähmt. Ja, genau, genau. Man kann sich nicht bewegen. Du bist bei klarem Verstand, aber kein Muskel bewegt sich. Das ist furchtbar. Da kriegt man es richtig mit der Angst zu tun. Stell ich mir grauenhaft vor. Naja, aber jetzt ist es doch wieder vorbei, oder? Ich stelle es mir grauenhaft vor. Ich weiß sogar, dass es grauenhaft ist. Ja, das ist es. Das kannst du mir glauben. Es ist so wahnsinnig gruselig. Du liegst einfach nur da und hast Panik. Absolute Panik. Zum Beispiel habe ich oft das Gefühl, dass da jemand auf mir sitzt und mich niederdrückt. Boah, wie fies. Gibt viele Betroffene, die Ähnliches beschreiben. Schau dir mal das Bild hier an. Alter. Ja, das ist schon echt ekelhaft. Aber interessant, dass man mal über sowas nebenbei auch was erfährt. Finde ich irgendwie cool, mal so eine Randinfo zu bekommen. Und das ist ja auch eine gruselige Geschichte. Manchmal spüre ich auch die Präsenz von schrecklichen Gestalten. Das ist das Schlimmste. Dann sehe ich so etwas wie das hier. Achtung. Ja, das ist schon übel. Ich glaube, das hatte ich aber nicht mit irgendwelchen Gestalten. Bei mir haben sich nur so Objekte bewegt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich einen großen Fehler begangen habe. Als ich online recherchiert habe, bin ich auf ein Forum gestoßen. Da tauschen sich Leute mit ähnlichen Erfahrungen aus. Und dort hat ein User von einer App erzählt, die deine Schlafgewohnheiten misst.
Ja, solche gibt's zuhauf mittlerweile. Zusätzlich zeichnet sie auch Tonaufnahmen in der Nacht auf. Ich bereue so sehr, dass ich es auch probiert habe. Oh, kriegen wir jetzt ein Memo? Eines Nachts lag ich wieder bewegungsunfähig da. Und ich spürte so etwas wie eine Präsenz in meinem Zimmer. Der Raum war fürchterlich kalt und dieses Wesen flüsterte abscheuliche Dinge in mein Ohr. Oh, wie eklig. Böse Dinge. Oh, wie krass. Und das hast du auf der Aufnahme? Das wäre noch krasser. Ich war mir bis dahin immer sicher, dass sich alles nur in meinem Kopf abspielte. Aber dann... Am nächsten Morgen gab es tatsächlich eine Aufnahme der App. Oh oh. Sie stammte genau aus dem Zeitraum, in dem ich an der Paralyse litt. Shit. Ich konnte 2 Wochen lang nicht mehr richtig schlafen. Da war etwas in meinem Zimmer. Ich schicke sie dir. Okay, wir hören rein. Alter, da kriege ich Gänsehaut bei. Oh Gott, was ist das? Was sagt es? Muss einfach nur eine Störung sein. Was sagt es? Ich konnte es nicht verstehen. Vielleicht konnte sie es verstehen. Ich weiß es nicht. Aber ich konnte es in der Nacht ganz genau verstehen. Es versprach mir ewige Ruhe, wenn ich jeden töte, den du liebst. Es versprach mir ewige Ruhe, wenn ich endlich sterbe. Die App habe ich sofort gelöscht. Alter. Da war Argus wieder am Werk gerade. Oder wer auch immer. Aber diese Gestalt nehme ich manchmal immer noch wahr. Eben hatte ich das auch wieder. Boah, wie krass. Und ich konnte nichts machen. Und das hast du jeden Tag? Lässt sich das behandeln? Kann ich dir irgendwie helfen? Komm, ich frage mal. Mir hilft es allein schon, wenn ich dir davon erzählen darf. Das darfst du immer sehr gerne, Melissa. Das bringt mich etwas runter. Es gibt halt bestimmte Dinge, die Schlafparalyse triggern. Triggern. Zum Beispiel Jetlag, Schlafentzug, psychische Belastung, Stress und so weiter. Trifft denn gerade einer von diesen Triggern zu? Hat es vielleicht was mit den Morden zu tun, die dich belasten? Ich frag mal allgemein. Vielleicht sagt sie es mit den Morden auch so schon. Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich bin extrem gestresst wegen der furchtbaren Dinge, die passiert sind. Ja, sagt sie von sich aus schon, ne? Die Morde. Argus. Das macht mir alles so schreckliche Angst. Vorm Einschlafen kreisen meine Gedanken dann nur noch darum. Denke schon, dass das alles zusammenhängt und ich dadurch sehr belastet bin. Wie geht es dir denn eigentlich damit? Sorry, dass ich gerade nur von mir rede. Ich träume in letzter Zeit auch sehr schlecht. Mich nehmen die Ereignisse auch sehr mit. Ach, es geht. An Argus glaube ich jedenfalls nicht. Ja, mich nimmt es auch ziemlich mit. Natürlich. Wäre komisch, wenn nicht, oder? Das glaube ich dir. Bin froh, dass wir beide zumindest füreinander da sein können. Heul dich gerne auch mal bei mir aus, wenn du down bist. Komme ich gerne darauf zurück, das ist lieb von dir, bin auch froh, dass wir uns haben. Komm, wir schicken dir einen Knutscher.
Wie, nicht verbessert? Gibt's ja gar nicht. Oh, ein Video. Hey, du, ich muss mal eben raus in die frische Luft. Wenn ich länger hier in der Bude bleibe, drehe ich noch durch. Ich muss irgendwie den Kopf frei kriegen. Vielen Dank für dein offenes Ohr. Das hat echt gut getan. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Oh, schön. Freue ich mich über das Video. Jederzeit, Herzchen, pass auf dich auf. Komm, jederzeit. Was ist das denn jetzt? Hallo? Was war das denn? Hilfe! Ich will nicht auf zurückdrücken. Hinter die Legenden, Tim. Helmut und seine Kollegen sichern gerade den Tatort. War das gerade das Wesen aus ihrem Schlaf? Also aus ihren Paralysen? Auch die Leute von der Spurensicherung sind schon da. Shadow? Ich hatte eigentlich gehofft, dass uns sowas nach dem Sturz von Dr. Quo erspart bleibt, Tim. Wem sagst du das? Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Täter? Wisst ihr schon, wie Nico gestorben ist? Steht schon fest, wie der Mörder ins Haus gekommen ist? Hinweise, wir brauchen Hinweise. Bisher nicht, aber die Spurensicherung ist noch zugange. Aber verdammt, Sebastian! Alle Unterlagen und Dokumente aus Michael Bates Haus sind weg. Shit. Wir waren dem Mörder so nah und jetzt haben wir nichts, Shadow. Das ist nicht ganz richtig. Ihr zwingt den Täter dazu, aus dem Schatten zu treten. Und umso öfter er das muss, desto eher wird er einen Fehler begehen. Ace. Ähm,